Jetzt würde ich Ihnen einmal diesen neuen Studiengang Digitales Produktmanagement noch einmal vorstellen und auch auf die Besonderheiten eingehen und warum wir das Ganze eigentlich gemacht haben. Und vielleicht nochmal, warum sollte man Digitales Produktmanagement studieren? Digitales Produktmanagement ist deshalb relevant, weil digitale Produkte und Geschäftsmodelle einfach eine hohe Relevanz in unserem Leben haben. Ja, also jeder hat ein Smartphone, jeder hat einen Computer oder einen Laptop, und wir nutzen eigentlich kontinuierlich digitale Produkte, auch jetzt, um das überhaupt über diesen Hit überhaupt realisieren zu können. Wir haben spannende und herausfordernde Aufgaben als Produktmanager. Wir haben eine attraktive Vergütung und eine große Nachfrage aus der Unternehmenspraxis. Na, also wir haben diesen Studiengang konsequent an dem Berufsprofil des digitalen Produktmanagers entwickelt, das heißt mit Unternehmen zusammen entwickelt. Und Sie haben eine gute Möglichkeit zur Differenzierung am Arbeitsmarkt, ne? Weil hilft Ihnen natürlich, wenn Sie sich für eine Stelle als digitaler Produktmanager oder im digitalen Bereich bewerben wollen, wenn Sie tatsächlich schon so ein Studium in diese Richtung ausgerichtet haben. Und ja, also DPM ist in gewisser Weise ein Mix aus BWL und Informatik, wobei der Informatikanteil jetzt nicht exorbitant hoch ist. Also Sie müssen, und da werde ich gleich kurz darauf eingehen, warum das wichtig ist, Sie müssen ein Verständnis haben für das, was Informatiker dort machen, weil sie einfach in einem interdisziplinären Team arbeiten. Ja, aber das zeige ich Ihnen gleich nochmal kurz. Und wir haben daraus aufbauend eigentlich einen hohen Praxisbezug im Studium. Das heißt, wir haben deutlich stärker als an anderen Studiengängen einen hohen Praxisbezug in einem Studiengang und wollen das auch so ein bisschen als Experiment nutzen für unsere weiteren Studiengänge. Also bei der Frage, was eigentlich ein digitales Produkt ist, fallen uns eigentlich ganz viele unterschiedliche ein, ne? Also wir kennen Android, wir kennen verschiedenste Apps, die wir tagtäglich nutzen. Amazon Alexa, Echo, das sind digitale Produkte. About You, ja, vielleicht hat da der eine oder die andere schon mal etwas gekauft. Konfigurator von Automobilherstellern, das ist ein digitales Produkt. Zoom, die entsprechende Videokonferenzplattform, wäre ein digitales Produkt. Aber auch Snapchat, TikTok. Oder auch von Fissmann, also von traditionellen Herstellern, die quasi jetzt anfangen, Apps zu entwickeln, um immer in Kontakt zu sein mit ihren Kunden. Ja, das sind alles digitale Produkte. Ja, Google Maps wäre ein digitales Produkt, was sicherlich der ein oder andere auch nutzt. Aber wir haben auch digitale Produkte in ganz anderen Bereichen. Ja, also wir sehen das jetzt gerade in der Sozialwirtschaft gibt es viele digitale Produkte, wenn es darum geht, soziale Projekte zu unterstützen. Wir sehen das jetzt aber auch in der Verwaltung. Also gerade Corona führt uns natürlich jetzt vor Augen, dass wir in vielen Bereichen noch gar nicht wirklich ausreichend digitalisiert sind und dort wirklich gute Produkte benötigen, um, ja, um unsere Wirtschaftsleistung letzten Endes auch aufrechtzuerhalten. Ja, also Sie sehen das jetzt hier an dieser Veranstaltung. Corona wird natürlich, oder das Coronavirus wird die Digitalisierung vorantreiben. In der Hochschule ist es bereits jetzt so, dass wir Veranstaltungen eben komplett über diese Big Blue Button-Lösung aufsetzen. Und solange die Pandemie eben um sich greift und es da noch Einschränkungen gibt, werden wir das auch sicherlich in einem Mix weiter hin tun, ja? Und auch um Ihre Gesundheit dann zu gewährleisten. In Bezug auf Gesundheit gibt es natürlich auch viele spannende Möglichkeiten. Doctolib ist ein französisches Startup. Krü wäre ein schwedisches Startup.
was Ihnen die Möglichkeit, einen Termin zu buchen, einen Termin beim Arzt zu buchen, eröffnet, ja, oder dass Sie auch eine direkte Diagnose bekommen, etc. Das sind quasi alles digitale Produkte, also ganz vielfältig. Wir reden hier nicht nur irgendwie über ganz kleine Services oder so, sondern wirklich über ganze Geschäfte auch. Und wenn Sie sich anschauen, warum das Ganze so relevant ist, müssen Sie sich eigentlich nur mal mit den 10 wertvollsten Unternehmen beschäftigen, die wir auf der Welt haben. Und das sind 7 von diesen 10 sind Digitalunternehmen. Ja? Das heißt, 7 von 10, mit Ausnahme von dem Erdölproduzenten Saudi Aramco, dann haben wir noch Berkshire Hathaway und JP Morgan Chase als Bank, sind alles andere entsprechende Digitalunternehmen, die einen großen Anteil aus digitalen Umsätzen ziehen. Und das zeigt einfach die besondere Bedeutung. Und diese Rolle des Product Managers ist ursprünglich aus dem Silicon Valley gekommen. Auf unserer Internetseite finden Sie auch einen Blogartikel von Nordhausen in Silicon Valley, weil die Überlegung ist einfach wirklich, diese relevante Rolle für digitale Unternehmen für eben Studierende und hier in Deutschland auch stärker auszubilden. Wenn Sie das, um die Relevanz noch einmal darzustellen, finden Sie eigentlich, finde ich diese Grafik ganz schön, die ist am Wochenende, wurde mir die über WhatsApp zugeschickt, und Sie sehen hier die Bedeutung von Zoom, also dieser angesprochenen Videokonferenzplattform, im Vergleich zu 5 der größten Airlines, die wir weltweit haben. Ja? Das heißt, Zoom, die Videoplattform, ist deutlich mehr wert als 5 der Airlines, die wir aktuell haben. Ja, das zeigt, die Corona-Krise führt natürlich auch dazu, dass diese Bedeutung sich verschieben. Ja, also das heißt, wir haben auf einmal eine deutlich höhere Relevanz für Videokonferenzen und für digitale Produkte als eben für analoge Produkte. Und deswegen kommt dieser Studiengang genau richtig. Und das zeigt sich auch im Feedback, im Unternehmensfeedback. Also ich habe diesen Studiengang mit mehreren Unternehmen auch zusammen entwickelt und immer sehr viel Feedback von diesen Unternehmen mit eingebaut. Hier sehen Sie von der KfW, der zentralen Bank, die wir ja auch häufig nutzen, um Studienkredite zu bekommen etc. Sehr spannende und relevante Ausrichtung, viel Erfolg. Marcel Heinz ist von der R&V-Versicherung, ist auch ein digitaler Produktmanager, aber der kümmert sich um autonomes Fahren. Also Sie können als digitaler Produktmanager auch quasi sich am autonomen Fahren beteiligen. Und er sagt hier ganz schön, die aktuellen Bedürfnisse erkannt und direkt umgesetzt. David Knauer aus Nordhausen, aber mittlerweile als Gründer in Berlin. Super Zeichen für Stadt und Region. Und Robert Tietje von Volkswagen, der aktuell im Silicon Valley arbeitet, bietet sich quasi schon als weiterer Praxisdozent an. Also wir wollen auch versuchen, Praktika mit in den Studiengang kontinuierlich einzubeziehen, um ihnen den größtmöglichen Lernerfolg zu geben. Um jetzt genau herauszufinden, was eigentlich ein digitaler Produktmanager macht, wollen wir uns nochmal anschauen, was eigentlich ein erfolgreiches digitales Produkt ausmacht. Und da werden häufig diese drei Bereiche, Desirability, Viability und Feasibility, unterschieden. Und das meint eigentlich nichts anderes als, das digitale Produkt muss attraktiv für den Kunden sein. Daran scheitern nämlich viele schon. Es muss attraktiv für das Unternehmen sein. Das heißt, es muss natürlich Umsatz bringen. Und es muss technisch realisierbar sein. Ja, das heißt, es reicht nicht aus, dass wir unsere Idee attraktiv für den Kunden ist und attraktiv für das Unternehmen. Es muss auch realisierbar sein. Und das ist letzten Endes das, wo ein Product Manager und ein Product Owner letzten Endes aktiv wird. Ein Product Manager oder die Aufgabe eines Product Managers oder einer Product Managerin ist nämlich, diese Teams, also das heißt, Sie sehen hier auf der rechten Seite die Entwickler,
Dann sehen Sie die Designer und die Data Scientists. Ja, also Data Scientists sind die, die häufig Mathematiker sind etc. Entwickler sind natürlich die Informatiker. Und Designer haben Sie halt wirklich dann auch Designer, die eben für die visuelle Gestaltung dieser Produkte verantwortlich sind. Und Sie als Product Manager müssen dieses Team quasi zusammenhalten. Sie als Product Manager sind derjenige, der quasi der Geschäftsführer ist, der für das Produkt steht und genau sagen muss und definieren muss, wo es lang geht. Also welche Anforderungen haben Sie an das digitale Produkt? Wie soll dieses Produkt entsprechend gestaltet sein, etc. Und dazu arbeiten Sie mit diesen verschiedenen Rollen im Team zusammen und entwickeln das Produkt immer weiter. Und dabei haben Sie verschiedenste Aufgaben. Sie haben die Aufgabe, ein Produktportfolio zu entwickeln, eine Roadmap zu entwickeln. Also das heißt, ein Roadmap meint letzten Endes nichts anderes, als dass Sie sagen, was möchte ich in 2 Monaten für Anforderungen in das Produkt oder für Funktionen in das Produkt mit integrieren, was möchte ich in einem Jahr für Funktionen in das Produkt mit integrieren, etc. Ja, also das heißt, das ist eine Roadmap. Ich möchte digitale Produktkonzepte entwickeln und Geschäftsmodelle entwickeln. Also möchte ich jetzt quasi, wenn Sie sich zum Beispiel Spotify anschauen, ne, dann gab es ja früher oder gibt es ja immer noch die Möglichkeit, dass man einzelne Songs einzeln downloaden kann und für die Songs eben separat bezahlt. Und Spotify hat eben dieses Subscription-Modell das Abo-Modell letzten Endes für Musik eingeführt. Und das ist ein Geschäftsmodell. Und das ist Aufgabe eines digitalen Produktmanagers. Der digitale Produktmanager muss sehr nah am Kunden dran sein, weil er muss natürlich verstehen, was sein Produkt eigentlich für Funktionen haben soll. Dafür erstellt er Personas, also er erstellt quasi, Personas sind Abbilder von Menschen und wir versuchen uns die, damit wir uns die besser vorstellen können. Und dann erstellt er Prototypen und Datenmodelle und arbeitet letzten Endes mit Entwicklern, Designern und Data Scientists zusammen. Und all diese Punkte lernen Sie quasi in Ihrem Studium. Und das Entscheidende, was ich eben aufgezeigt habe, Sie müssen interdisziplinär zusammenarbeiten. Das heißt, Sie müssen sich verstehen, Sie müssen mit einem Entwickler kommunizieren können, Sie müssen aber auch mit einem Designer kommunizieren können. Deswegen ist es wichtig, dass Sie müssen selbst kein Entwickler werden, aber Sie müssen sich eben miteinander verständigen können. Und Sie sehen hier Sartorius in Göttingen oder jetzt auch eSigma in Ilmenau oder in Jena, bei Jenoptik oder hier in Kassel. Also es sind viele Jobs, die in diese Richtung gehen. Und auch die Vergütung ist recht interessant, weil Sie quasi durchschnittlich 65.000 im Jahr verdienen können. Ein guter Freund von mir ist bei Doctolib als Senior Product Manager, ist dort nach 6 Jahren Berufserfahrung eingestiegen und verdient jetzt als Product Manager 100.000 Euro. Das kann man natürlich nicht verallgemeinern, aber sie haben eben schon die Möglichkeit, weil das einfach ein großer Bedarf ist, natürlich sich auch entsprechend eine attraktive Position mit einem solchen Studium zu erarbeiten. Was sind die Rahmenbedingungen? Anders als beim Bachelor BWL haben wir hier eine Regelstudienzeit von 7 Semestern. Aber identisch haben wir keine Zulassungsbeschränkungen. Sie haben die ganz normalen Zulassungsvoraussetzungen, die Sie bei Betriebswirtschaft auch hatten, und wir immatrikulieren zurzeit immer nur zum Wintersemester. Wie ist das Studium aufgebaut?
Sie haben hier sehen Sie die Grundlagenbereiche. Ja? Sie haben die Wirtschaftswissenschaften betreten durch die Betriebswirtschaft und die Volkswirtschaft. Dann haben Sie Recht, also Wirtschaftsprivatrecht und auch Online-Recht und Datenschutz. Sie müssen natürlich wissen, was Sie datenschutzseitig und online und vom Online-Recht her bei Ihrer Produktentwicklung berücksichtigen müssen. Ne? Und deswegen kriegen Sie dort die Grundlagen beigebracht. Und dann haben Sie hier Informatikmodule, die Ihnen die Grundlagen der Programmierung beibringen können. Ja? Also das heißt aber, Sie sehen schon an der Gewichtung, das ist jetzt BWL und VWL ist der Kern Informatik ist letzten Endes dafür da, damit Sie interdisziplinär sich weiterentwickeln können. Genau, zu den Ergänzungsfächern haben wir einmal Ergänzungsfächer A und die Ergänzungsfächer B. Die Ergänzungsfächer A bedeutet, dass Sie aus dem, was die, was das BWL-Curriculum Ihnen quasi anbietet, aus dem Studiengang BW und IBW, dass Sie dort beliebig wählen können. Also wenn Sie möchten, können Sie auch Logistik- und Beschaffungsmanagement zum Beispiel hören, ja, weil Sie möglicherweise stärker in den Bereich Industrie 4.0 gehen möchten. Und dann können Sie das halt sehr gut kombinieren. Bei den Ergänzungsfächern B können Sie auch aus allen Studiengängen was rauswählen, also aus der gesamten Hochschule. Und haben dort, wenn Sie einen Informatik- oder Digitalisierungshintergrund haben. Das heißt, Sie haben dort dann die Möglichkeit, zum Beispiel Digitalisierung in der Sozialwirtschaft zu wählen. Oder halt, wenn Sie künstliche Intelligenz wählen wollen von den Informatikern, dann wäre das auch denkbar. Das heißt, Sie haben hier eine ganz große Flexibilität an der Stelle. Das Herzstück sind diese drei Schwerpunktfächer. Die drei Schwerpunktfächer sind anders als die Vertiefungsfächer bei BWL. Nicht so, dass Sie die wählen können, also dass Sie entweder Digital Experience, Digital Products oder Digital Management wählen, sondern um ein digitaler Produktmanager zu werden, müssen Sie halt alle drei letzten Endes belegen. Ja. Dann haben Sie hier noch das berufspraktische Semester, die internationale Projektwoche und Englisch wiederum, weil häufig, nicht immer, sind diese Entwicklungsteams halt auch interkulturell. Ne? Das heißt, man hat dann mal jemanden aus Italien dabei oder aus Indien und dann kommt es häufig vor, dass man sich halt auf Englisch verständigt. Aber dort, da würde ich keine Angst vor haben, das lernen Sie dann auch in der Berufspraxis. Und diese Schwerpunkte Digital Experience meint, dieser Schwerpunkt Digital Experience meint, dass Sie lernen, Nutzerbedürfnisse zu identifizieren. Also das, was ich eben gesagt hatte, ne? Sie müssen natürlich Produkte entwickeln, die auch wirklich für den Kunden bestimmt sind. Ja? Und die den Kunden eigentlich nicht mehr loslassen. Ja? Also Sie wollen den Kunden ja immer an Ihr Produkt binden und das ist das machen, lernen wir im Bereich Digital Experience. Im Bereich Digital Products lernen Sie, Produkte ganzheitlich zu definieren, also unter Berücksichtigung Online-Recht und Datenschutz, unter Berücksichtigung von Kosten- und Qualitätsaspekten und damit quasi dann auch die Entwicklung voranzutreiben. Und im Bereich digitales Management lernen Sie die Führung von Mitarbeitern und Teams in agilen und dynamischen Umfeldern. Also Sie merken das gerade, wie schnell sich eigentlich unsere Welt verändert, ja, wie schnell immer wieder neue Produkte auftreten. Ja, auf einmal hat man nicht mehr die PlayStation zu Hause, sondern eine Virtual Reality Brille etc. und hat auf einmal entsprechende Smartwatches und so weiter. Ja, und gerade in diesen dynamischen Umfeldern braucht man eben eine spezifische und eine andere Form des Managements. Und das lernen Sie hier. Der Praxisbezug ist ein weiterer Kernpunkt dieses Studiums. Also wir haben sogenannte Projektmodule entwickelt und diese Projektmodule führen dazu, dass Sie ab dem zweiten Semester jedes Semester
eine Praxiserfahrung quasi haben. In dem fünften Semester haben sie ganz klassisch das berufspraktische Semester und ab dem zweiten Semester haben sie diese Projektmodule, die teilweise mit Unternehmen zusammen ausgestaltet sind oder eben auch die ganz fallstudienbasiert sein können. Das heißt, im letzten Semester zum Beispiel gab es ein Projekt mit BMW, ein Projekt davor das Semester gab es ein Projekt mit Volkswagen etc. Ja? Also sehr umfangreiche und sehr namhafte Unternehmen, die letzten Endes auch da mit unterstützen. International haben Sie Pflichtsprache Englisch, Sie haben die internationale Projektwoche, ab dem zweiten Semester können Sie die wählen und Sie haben die Veranstaltung Cross-Cultural Management. Und ansonsten ist freiwillig, genau wie beim Bachelorstudiengang Betriebswirtschaft letzten Endes auch, die Möglichkeit für ein Studium im Ausland und ein Praktikum im Ausland. Die internationale Projektwoche können Sie sich so vorstellen, dass in dieser Woche ganz viele Lehrende aus allen unseren Partner oder vielen unseren Partnerhochschulen an die Hochschule Nordhausen kommen und Ihnen in einer Woche in einem Seminar quasi eine Lehrveranstaltung geben und Sie am Ende dieser Woche haben Sie auch eine kleine Prüfungsleistung oder Studienleistung und die wird dann entsprechend benotet. Das ist die internationale Projektwoche. Immer sehr beliebt, weil man natürlich auch mal ganz andere Lehrende kennenlernen kann, aber es ersetzt natürlich keinen intensiven Englischkurs und auch kein mögliches Auslandsstudium. Ja? Also ich würde eigentlich jedem empfehlen, entweder ein Praktikum, wenn nicht sogar ein Studium im Ausland zu machen, wenn nicht sogar beides. Ja? Ich, wie gesagt, war in Irland damals und das hat meiner Sprache oder meinen sprachlichen Fähigkeiten sehr gut getan. Ja? Also was kann ich für den Studiengang Digitales Produktmanagement zusammenfassend sagen, sie haben eine sehr hohe Relevanz für den Arbeitsmarkt. Und wenn ich das sage, dann sage ich das jetzt nicht so, weil ich das verkaufen möchte, sondern ich sage das deshalb, weil die Unternehmen auf mich zukommen und wirklich halt diesen Fachkräftemangel bei uns extrem, bei sich extrem spüren. Und hier in Deutschland haben wir einfach die Situation, dass wir noch nicht da sind in der Digitalisierung, wo andere Länder sind. Und Sie werden deshalb die nächsten Jahre eine sehr gute Möglichkeit haben, mit solch einem Studiengang einen guten Job in der Praxis zu bekommen. Sie haben während des Studiums einen hohen Praxisbezug durch die Projektmodule und eben auch das berufspraktische Semester und haben eine hohe Internationalität dabei, weil wir also eine Grundinternationalität. Die haben Sie in Betriebswirtschaft natürlich auch, weil Sie auch die Pflichtsprache Englisch haben. Internationale Projektwoche und eben auch die Möglichkeit, die freiwillige Möglichkeit für ein Studium im Ausland oder ein Praktikum im Ausland. Genau, ich bin der Studiengangskoordinator für diesen Studiengang. Bis zum Januar war ich noch der Studiengangsbeauftragte für Betriebswirtschaft. Jetzt bin ich der Studiengangsbeauftragte für digitales Produktmanagement. Das heißt, ich übernehme auch einen Großteil der Lehrveranstaltungen in diesem Studiengang von denen, die in einem digitalen Bereich letzten Endes sind. Ja. Gibt es Fragen zum digitalen Produktmanagement für den Moment? Ansonsten würde ich Ihnen gleich noch das Hike vorstellen als Projekt. Und was auch spannend ist, weil Sie dort eben bis zu 7.500 Euro Förderung bekommen können für Ihre eigene Idee. Und dieses Hike ist halt eng verknüpft mit dem digitalen Produktmanagement. Gut, dann würde ich erstmal weitermachen. Also Sie kriegen weitere Informationen über hs-nordhausen.de/dpm. Und das Hike haben wir entwickelt und wir haben eine Förderung gewonnen vom Bundesministerium für Bildung und Forschung.
insgesamt 1,8 Millionen für die nächsten 4 Jahre. Und wir haben das Hike deshalb initiiert, weil wir merken, dass viele unserer Studierenden Interesse haben daran, ihr eigenes Unternehmen zu gründen. Aber ihnen fehlt so ein bisschen die Unterstützung noch dabei. Wir haben zwar den Gründerservice, den hat die Frau Schlangen ja auch mit einem schönen Video auf der HIT-Website einmal vorgestellt, aber es ist natürlich mit einer einzelnen Person nicht ganz so gut abzudecken. Und wir haben nicht nur gesehen, dass Studierende Interesse haben an einer Unternehmertätigkeit als Unternehmer, sondern viele haben auch schon eine eigene Geschäftsidee. Und das Hike ist der Hochschulinkubator für Entrepreneurship Nordhausen und baut letzten Endes auf 3 wesentlichen Säulen auf. Also das heißt, das ist erstmal die Projektleitung. Ihr und ich, Klaus-Peter Neitzer aus dem Ingenieurbereich, Herr Hinz und Frau Schlang. Wir wollen vor allem Ideen fördern aus dem Bereich Nachhaltigkeit und Internet of Things. Aber letzten Endes auch, wenn Sie eine Idee haben, die in einem anderen Bereich ist, ist das auch, können Sie die auch auf jeden Fall einreichen. Und das Schöne ist, Sie bekommen quasi, Sie bewerben sich, Sie haben vielleicht eine tolle Idee, bewerben sich mit dieser Idee, bekommen dann Unterstützung von einem Team aus 4 Personen und kriegen bis zu 7.500 Euro für 6 Monate und können dann einfach mal Ihre Idee ausprobieren. Das heißt, Sie können einfach mit unserem Technical Engineer zusammen eine App zum Beispiel entwickeln, Sie können Prototypen entwickeln, etc. Also so, dass es wirklich, dass Sie Ihre eigene Idee auch Realität werden lassen können. Wir werden einen Container aufbauen und dieser Container wird zu einem Coworking Space, also das heißt, Sie haben dort dann Möglichkeiten, an Ihrer Idee zu arbeiten im Team und haben auch die Möglichkeit, über 3D-Drucker zum Beispiel etwas auszudrucken und ihre eigenen Themen, ihre eigenen Ideen letzten Endes zu realisieren. Ja, also so soll dieser Container dann mal ausschauen. Also Sie haben hier dann eine Experimentierfläche, Sie sollen hier, werden hier eine Design- und Konstruktionsfläche haben, haben hier einen Besprechungsraum, ein Coworking- und Veranstaltungsfläche und eine Mitarbeiterfläche. Also diese Förderung, die das Hike anbietet, also diese 7.500 Euro für 6 Monate, das werden wir in den nächsten 4 Jahren entsprechend 7-mal haben. Also das heißt, wenn Sie anfangen, dann werden Sie eigentlich 7-mal, eigentlich jedes Semester die Möglichkeit haben, sich wieder neu zu bewerben und 7.500 Euro für die Idee zu bekommen. Also nehmen wir mal an, Sie haben jetzt im ersten Semester direkt eine Idee oder entwickeln jetzt in den nächsten Wochen oder Monaten noch eine Idee, dann könnten Sie sich immatrikulieren, könnten die Idee einreichen und im nächsten Semester vielleicht schon an dieser Idee arbeiten mit der Unterstützung des Hike-Teams und mit der finanziellen Unterstützung. Wir haben eine Reihe von Partnern, sowohl aus der Region als auch überregional. Ich würde jetzt nicht auf die Unterschiede eingehen oder ich kann es vielleicht mal ganz kurz, aber SAP, Amazon Web Services als Partner mit dabei, Intrasol ist Ihnen sicherlich ein Begriff, Lindig auch. Dann aber auch wirklich hier die regionalen Akteure, Beteiligungsmanagement Thüringen oder die Stift. Und aber auch Akteure aus Berlin zum Beispiel etc. Und damit wollen wir den Gründungsteams oder die Teams, die eine Idee haben, wollen wir dadurch bestmöglich unterstützen und hoffentlich dann dazu führen, dass sie alle erfolgreiche Gründer werden oder eben einfach nur mal was ausprobiert haben und mit guten Erfahrungen in die Unternehmenspraxis einsteigen können. So viel wäre es von meiner Seite. Und
Ja, ich würde mich freuen, wenn wir Sie bald im digitalen Produktmanagement oder an der Hochschule grundsätzlich und im Hike dann sehen können und dass wir uns dann auch mal persönlich kennenlernen. Wenn Sie noch weitere Fragen haben, kommen Sie gerne auf mich zu. Ich habe das Video jetzt soweit auch mit aufgezeichnet. Das kann, denke ich mal, jetzt auch in den nächsten Tagen dann auf YouTube hochgeladen werden.